Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Tower of Fantasy. Jo, die letzten Tage habe ich halt nicht gestreamt, weil ich hatte verschiedene andere Projekte noch fertig zu machen. Hatte aber trotzdem gezockt in der Zeit, aber halt kein direkter Stream und dementsprechend gab es die VODs auf dem YouTube-Channel weiter. Wo waren wir hier dran? Stimmt, wir haben Level 99 erreicht. Wir haben noch die Missionen vom Pass zu machen. Da können wir mal mehr sehen. Mensch, was stört mich denn hier alles? Wenn mein ganzer Büro hier zugepflastert mir. Ja, bin ich stumm.
So. Stoppel runter. So gut, dann die Strümpfe. So, besser.
Nein! Wieso hat er das denn jetzt gemacht? Thank you.
Das war dumm. Juck!
Runtergeschmissen habe. Ja, moin. Moin. Alles klar bei dir? Jo. Und wann, was war denn gestern los? Warst gar nicht da? Ja, gestern war ich übelst müde vor der Nacht noch durch, obwohl ich schlafen war. Oh, okay. Richtig schön ausgeschlafen, als hätte ich Urlaub. So. Wie bitte? Heute Morgen bin ich so aufgewacht, als wäre ich so richtig im Urlaub, als hätte ich mir richtig so einen richtigen Schlaf nachgeholt. Danke. Also es gibt Leute, die sagen, der Epic Games Launcher ist scheiße. Ich verstehe das nicht. Epic Games Launcher, einer der besten Launcher überhaupt. So viele Spiele. Naja, ich finde eigentlich, der Launcher ist gut aufgebaut, aber sobald man richtig viele Spiele hat, dann verliert man leicht den Überblick. Warum das? Weil ich finde, die Bildkästchen sind viel zu groß. Das kannst du doch auch umstellen. Kann ich die kleiner machen? Ja. Du kannst sie auch in so einer Listenansicht machen. Du kannst auch die auch eigene Favoriten machen und Collection und so. Also nur wie ein Team halt. Ja, dann ist es praktisch. Dann kann man eigentlich die Spiele, die man eigentlich nicht mehr so viel spielt, aussortieren. Ich habe auch auf meinem PC viel zu viele Launcher.
Heute habe ich erst gemerkt, dass bei Solo Leveling den Charakter, den du haben möchtest, schon einen Skin hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Thank you.
Ganz schön spielen. Ich bin gerade reingegangen, jetzt werde ich angerufen von zwei Kollegen, die neueste Folge Windbreaker mit mir gucken wollen. Oh, das ist jetzt blöd, jetzt bin ich mit dir in Chor reingegangen. Versucht irgendwie einen Weg zu finden. Entweder ich lade die jetzt mit hier ein, aber ich glaube, dann würden wir dich ein bisschen stören. Ja, du bist ja gerade am Stream. Ah, komm mal etwas später vorbei wieder. Na gut, dann gucke ich schnell die Folge und dann komme ich wieder, ne? Kein Stress. Na gut, dann bis gleich. Bis gleich. Thank you.
tägliche hätte ich dann alle gemacht. Jo. Jo, kannst du zwei Tage sein? Jo. Du hast noch zusammen gepasst, also pass auf, das verflitter, der ist nicht.
Ich habe Zeit verloren, weil ich den Penner nicht in die Mitte bekam. Angriff immer trifft. Thank you.
Mal schauen, ob wir diesmal etwas mehr Glück haben. Yes, ich hab's jetzt geschafft. Haben wir das geschafft?
verstehe, was die damit meinen. Okay. So. Als nächstes haben wir noch, das haben wir abgeschlossen, das haben wir auch abgeschlossen, so, zwischen Fischen. Wöchentliche Aktivitäten sind damit abgeschlossen. Thank you.
Moin. Moin. Bin wieder da. Ja, wir hatten ein gutes Erlebnis. Wir haben die Serie geguckt und einer von unseren Kumpel ist einmal eingepennt. Was? Ja, der war auf einmal weg. Aber die Folge war echt spannend, also sie war echt gut. Ich kann echt empfehlen, den Anime zu gucken, ihr Windbreaker. Ja, den steht sowieso auf der Liste. Kaiju kommt ja übermorgen raus, habe ich auch schon wieder Bock auf die nächste Folge. Ich habe gar kein Mauspad, das ist richtig nervig, ohne Mauspad zu spielen. Wo ist denn dein Mauspad? Ich habe das vorhin sauber gemacht. In der Waschmaschine. Nee, ich hab's einfach mit dem, wie soll ich sagen, ich hab's einfach nass gemacht, hab Seife reingerieben und abgeduscht in der Art und dann lass ich das jetzt schnell abtrocknen und dann sollte es wieder schön sauber sein. Wow, schön hab ich hier bei Solo-Leveling den roten Ritterplot müssen machen. Der war genauso schwer wie in der Serie. Ah, okay. Er hat mich 5-mal gekillt, bis ich es endlich geschafft habe. Ich würde es direkt First Try schaffen. Der Typ hat Angriffe. Weißt du, du bist noch in der Luft, wo du gar nicht dich verteidigen kannst und der schlägt nur noch weiter drauf. Warte, ich habe bei dem Event heute mal 3 Sterne geschafft, bei der leichtesten Schwierigkeit, also normal. Ich finde, das ist so kompliziert. So, mal abchecken, was ich noch machen kann. Die Hälfte hätte ich schon. Ich bin bei 8,8 Millionen von 16. Oh, nice. Und Ding hast du schon gemacht? Wie heißt das? Hier, die Resin ausgegeben da? Ah, die Resin, ja, hab ich schon. Okay, schade. Sonst hättest du da nochmal easy ein paar Millionen abholen können. Verschiedene Aktivitäten bin ich auch durch. Nice. Mensch, heute wollte ich alles fertig machen für die Krankenkasse. Bis gestern Abend so meine Mutter mir so sagte, wie, du willst morgen zur Post? Und ich, ja, morgen ist Feiertag. Und ich so, ah, scheiße. Ja, ich darf morgen zur Schule. Der Feiertag von heute ist so lustig. Das ist der Europatag und es gibt nur 2 Länder in Europa, die diesen Tag feiern. Ist es heute auch noch Christi Himmelfahrt? Doch, unter anderem. Und Vatertag? Nur in Deutschland. Okay.
Ich finde das so komisch. Ich habe gerade eine Anfrage auf Join bekommen. Ich habe angenommen. Die Person ist aber immer noch nicht da. Ganz komisch. Egal, mach ich weiter meine Story-Quest. Ich muss sagen, Arlecchino ist ja voll die Nette. Und die rettet einfach alle Fontaine-Menschen hier. Naja, wenn du so siehst, da ist sie ja nicht von Grund aus ein schlechter Mensch. Na, ich dachte halt, so die Fatuis sind so die Bösen, so, weißt du? Ja gut, wenn du Charles guckst, der ist auch nicht wirklich böse. Ja, das ist recht, ja. Aber ich finde, Arlecchino sieht halt böse aus, weißt du? Das hätten wir. Die Kühlschrank. Was haben wir noch? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe doch echt gesagt, keine Ahnung, wann Wording Waves Server online sind, ne? Okay. Brauche ich 5 Stück, brauche ich von denen. Kann ich 5 Stück herstellen? Ja. Und hier brauche ich 3er. Kann ich die herstellen? Nein, jetzt fehlt mir von den Sonnenquellen. Mist. Immerhin, Plotis Waffe bin ich jetzt fast so stark wie all die anderen Waffen. Die kann ich gleich auf 160 machen. Oh, nice.
Level Cap von den Matrizen ist 100, ist das richtig? Richtig. Okay, den kriege ich sicher erst, wenn ich Stufe 100 bin. Weil eigentlich fast all meine Hauptmatrizen sind 95. Ich finde das so schade, dass der Genji Main Character einfach nicht reden tut. Ja. Das ist so, das ist so nervig. Haben die das nicht gemacht? Kann ich dir nicht sagen. Ja gut, ich habe wieder meinen Sensor verloren. Ich liebe es. Es kann doch nicht wahr sein. 300 Euro weg. Wieder. Meine Scheiße, Junge.
Ich sehe gerade, dass dein Alert immer noch nicht genau wichtig ist. Das ist frech. Den lasse ich absichtlich so. Ich habe 10 Rotkristalle, Rotkerne. Ich habe da noch 10 mal Pool, das sind 20 Pools dann. Sollte ich jetzt machen? Das habe ich soweit. Also, mal schauen, was ich noch von Nebenquest habe. Ja, da habe ich noch jede Menge. Ich
Okay, ich glaube, das ist das erste Mal, wo ich hier die Polizei auch das mal sehen. Yeah.
Ganz im Ernst. Die verstecken teilweise die Teile. Da würde man nie dahin kommen. Würde man es nicht auf der Karte sehen. Manchmal schon, ja. So, ich bin so, einfach mal auf der Karte? So übertrieben hoch über. Ich sehe es, da war ich auch schon. Zu prüfen. Das ist lustig, hier gibt es eine Alter, das kann ich in Deutsch. Organisation, die heißt aber Hexenzirkel. Also, das ist einfach ein deutscher Name. Huck! Huck!
Alter, ich sehe gerade diese Hexenzeuge, das ist ja was ganz Verstricktes. Zum Beispiel. Und eine von den Hexenzirkel hat Albedo erschaffen, ne? Okay. Und Mona ist eine Schülerin von einem von denen. Also Mona gehört auch zu den Hexenzirkel an. Hm. Okay. Und es gab ja eine Person in Sumeru, die hat uns einfach angesprochen, obwohl sie nicht da war. Und das war auch einer aus dem Hexenzirkel. Die können einfach mit dir reden, obwohl die sich nicht bei dir befinden. Ganz komisch. Die scheinen auch richtig stark zu sein. Ich hab's... Alter, nein. Die haben Codenamen. Und B... ist Babelov, das ist die Meisterin von Mona. Und A ist einfach Alice. Und das ist einfach Klees Mutter. Ja. Und die lebt. Ja, die lebt. Okay, das wird ja richtig krass hier. Fuck. Weil das mit dem Telepathitis ist auch ganz stimmig, weil hättest du das erste Sommer-Event gespielt, hättest du gesehen, dass Klees Mutter hat mit allen, die bei dem Event dabei waren, telepathisch gesprochen. Lol, okay. Genau, das ist ja gerade auch passiert. Aber bei uns hat N mit uns gesprochen. Ich weiß gar nicht, wer N ist. Haben wir das hier? Das ist Nicole, so heißt sie. In Genshin war es nämlich gerade ohne Abkürzung. Da haben wir sogar noch Tote. Und noch zwei Unbekannte, von denen man noch nichts weiß. Aber Mona zählt nicht als Mitglied dazu. Sie ist noch in der Ausbildung. Ah, nee. Wait, wait. Nee, ja, anscheinend schon, ja. Es gibt Founders, also die schon seit Anfang an dabei sind. Und dann gibt's anscheinend noch Leute, die neu dazugekommen sind, die sich aber auch so einen Platz erarbeiten können. Davon heißt eine Scarlet und war mal im Mondstadt. Beim Windblumen Festival. Und das ist eine Archon-Quest, also man hat schon zwei von. Die Verbindung hatten mit dem Hexenzirkel, die drei sogar, Albedo. Dann ist Albedo kein Mensch. Albedo wurde erschaffen. Ja. So wie es hier steht. Wurde erschaffen von Rine Dottir. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es hat irgendwas mit Gold zu tun. Ich habe auch mal gehört, dass Albedo irgendwie aus Gold erschaffen wurde oder so. Ist ja echt spannend noch hier. Aber diese Kanalisation da unter Fontaine ist nicht das einzigste, was groß unterirdisch ist, ne? Es gibt noch ein unterirdisches Gefängnis. Aha. Mitten im Wasser drinnen.
Richtig geil. Ich kann es kaum erwarten, ich würde immer. Ja, es nervt so. Und wir wissen halt nicht mehr, wann es dann kommt, ne? Das heißt, wir dürfen dann wieder mal eine Nacht durchmachen. Aber egal, für Whirling Waves mache ich das. Woran wir es endlich mal runterladen können. Ich denke wahrscheinlich auch über Solo-Leveling, so 2 Tage vorher. Jo. Ich hoffe mal, dass das Game nicht Rancher ist. Ich hoffe auch nicht, nach all der Zeit. Also es sieht auf jeden Fall gut aus, es hört sich auch richtig gut an. Aber von der Story weiß ich noch gar nichts. Ich weiß nicht, ob die gut ist oder schlecht ist und worum es da geht, ich weiß noch gar nichts. Ich hoffe wirklich, dass auch die Story gut ist. Ich bin auch schon richtig gespannt, weil es gibt nicht wirklich einen Anhang. Man weiß nur, dass es Male gibt, dass es in einer postapokalyptischen Welt abspielt. Ja.
Jetzt wird's frech. Nee. Jetzt wird's richtig frech. Jetzt muss ich eine World Quest machen, weil ich sonst nicht die Main Story mal weitermachen kann. Jetzt muss ich diese scheiß große Kluft-Story machen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf die. Ja. Oh Mann. Also keine andere Wahl. Hast du eigentlich schon Azur Promilia gesehen? Ja. Was sagst du dazu? Schwer zu sagen. Das ist gefühlt einfach Pokémon. Ja. Ja, und was wolltest du sagen? Weil damals den ersten Teaser-Video, den hatte ich auch gepostet gehabt. Und für mich war es auch so nichts anderes. Es ist eine Fantasy-Welt, wo du quasi die Funktionen von Pokémon drin hast. Ja, aber das ist gar scheiße. Ja. Was hat jetzt die Chain Story jetzt mit der großen Flucht zu tun? Das verstehe ich jetzt gar nicht, warum ich jetzt das jetzt auf einmal machen muss. Thank you.
Thank you.
Achso, ich wusste gar nicht, dass in den Gacha-Maschinen auch Brotkerne drin sind. Da ist alles Mögliche drin. Kannst du sogar einen Skin rausziehen. Ich habe all meine Mira ausgegeben, um allen Rotkernen zu bekommen. Ja. Na, どっちが優秀かを考えれば当然の結論ね。 何か用？私の顔に何かついてる？ Ich habe genug Geschenke bekommen, für Asuka auf Maximum zu setzen. Jetzt habe ich das bewegliche Asuka-Bild. Nice.
Wow, auf dem Ranking-System von Solo Leveling bin ich auf Stufe 479. Du bist aber auch einer der wenigen, der das aktiv spielen würde. Ich glaube, es gibt jetzt nicht viele, die das noch spielen. Zumindest alle, die ich so kannte, meinten das Spiel scheiße und sind es wieder gequittet. Mal sehen, ob die sich noch verbessern, ob da noch was kommt. Ich weiß gar nicht, was der andere Level zu bedeuten hat. Du hast einmal den Level von deinem Hauptcharakter und dann hast du unten so ein Ruf-Level, wo ich keine Ahnung, wieso der gut ist. Und dann hat man noch eine Kampfstufe 1. Und da habe ich gesehen, die kann ich erst wieder erhöhen, wenn ich eine Gesamtkampfkraft von über 66.000 habe. Bei Solo Leveling oder was? Ja. Okay. Oha, ich hab wieder genug für einen 10er Pool. Mal schauen. War nix, aber noch 25 Puls von der Olle. Dann habe ich die Chance, sie zu vielleicht zu ziehen. Von denen beschnuchtet.
Baum, das ist total spitzbämisch. Huck!
das schnell hier macht, dann. Diese Worldquest dauert so lange. Was? Diese Worldquest dauert so lange. Holy. Ich will einfach nur die Main-Quest weitermachen. Wir wissen, was passiert, aber ich kann einfach nicht. Ich zwinge mich gerade, diese Worldquest zu machen. Die nicht mal was mit Fontaine zu tun hat. Ich bin auf einmal zurück in Liebe. Verstehe ich gerade gar nicht. Wenn ich das Zielbereich erreicht habe, aber was muss ich dann machen bei dem Zielbereich? Oh, weißt du, was Ryu gerade angekündigt hat? Was? Ne, was heißt gerade? Das war schon heute Morgen, haben die angekündigt, dass die in dem nächsten großen Update, also 5.0, wollen die sogar die Grafik komplett überarbeiten in Genshin. Das heißt, die haben jetzt schon vorgewarnt, dass es jetzt eine höhere Geräte Dingsbums braucht halt, ne? Device Performance halt. Okay. Die wollen die allgemeine Grafik und Funktion des Spiels verbessern, steht auf jeden Fall schon da. Das bin ich echt gespannt, also das. Die Wii schon darunter. Wenn man irgendwelche schwitzende Leute sieht, die schreiben ja mein Handy gerade. Oder mein Handy nach dem Update. Ja, Mobile Gamer, ich glaube, die werden dann nochmal komplett auseinandergenommen, die, sagen wir mal, nicht ein gutes Handy haben. Die tun mir jetzt schon leid. Was sollen die machen? Man kann leider, ne. Es sind immer Leute, die auf der Strecke bleiben. Ja. Leider. Aber zum Wohl der Allgemeinheit kann man nicht auf alle Rücksicht nehmen. Wie sagt mein Chef immer, 10% Verlust hat man immer. Wow.
für dieses Rätsel gelöst. Zunächst noch. Mach ein Foto vom Kreuzer. Ja, und schon wieder eine Krone. Ich habe jetzt schon wieder 4 Kronen gesammelt. Eine habe ich schon ausgegeben für alle Kino. Eine bekomme ich noch im Event. Das habe ich dann 5. Das heißt, easy noch mal ein paar Charaktere schön hochleveln.
überhaupt der scheiß Zug, um hier vorbeizukommen? Achso, ein Zugwappen, ja, man kennt ihn. Ich muss ein Foto von dem Teil machen. Ja. Oh, okay. Ah, da ist es ja. Was muss man genau da fotografieren?
dumme Zugfeder, ich muss den Scheiß abknipsen. Ein Foto vom Riesenrad. Ja, natürlich. Thank you.
Okay, dann. Was ist das denn? Thank you.
Oops, almost out of time. Habe ich gerade auch mitbekommen. Mhm. Zumindest war es bei mir auch der Fall. Ah, nee. Man, wieso hat man die Feuerwerksstationen weggenommen? Jetzt müsste ich einen anderen Weg finden dahin. Zum Ende ist leider vorbei, ja. Die waren voll praktisch. Zum Arzt aufs Telepunkt.
schon fast wieder 1 Uhr. Yep, muss auch schon pennen gehen. Ich bin gerade mitten in dieser World Quest gefangen. Ich glaube, sie sollte jetzt vorbei sein. Jetzt kam gerade Yelan und hat auf diese Säule da geschossen, da, was ein Kandria ist anscheinend. War das Kandria? Nee, das war nicht Kandria. Wie ist nochmal die schwebende Stadt? Das war nicht Kandria. Du meinst den Yadin-Palast da? Nee, nee. Die schwebende Stadt. Ah, Celeste. Celestria, genau. Celestria. Das ist ja von dort.
für heute reicht es. Mensch, muss ich da noch eine Quest machen, wo ich lauter Sachen ablichten muss. Da wird's mir nicht fertig, nein, kann ich morgen. Ob die Main Story endlich wieder weitermachen, es nervt mich gerade. Voll im Fokus, wäre echt gut.